Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Sabbat, 24. Mai. Der Text für den heutigen Tag steht in 2. Mose 20, die Verse 8 bis 10a. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn. Sabbat, ist das ein Ruhetag, auf den du dich freust, oder eine Last, vor der dir graut? Ein Freund sagte mir, wenn ich den Sabbat nicht hätte, würde ich an meinem Haus auch am Sabbat bauen und käme vor lauter Arbeit, Familie und Hausbau überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Für andere ist der Sabbat ein Stresstag, vor allem wenn jemand aus der Familie bestimmte Regeln nicht einhält und so zu einem Familienkrach herausfordert. Was will Gott uns mit dem Sabbat geben? Gott sagt, ich gebe dir an 6 Tagen Zeit und Raum für deine Aufgaben. Danach gebe ich dir die Ruhe, die du brauchst. Gott sagt, ohne mich rennst du immerzu weiter. Mit mir kommst du mindestens einmal in der Woche zur Ruhe. Gott sagt, denke an den Sabbat. Plane die Ruhepause ein. Mache jede Woche einen Tag Urlaub mit mir von deinem Alltag. Gott sagt, mit der wöchentlichen Wiederkehr des Sabbats, denke an deine Wurzeln. Ich habe dich geschaffen, gewollt und bisher geführt. Ich werde dir auch weiterhin beistehen. Vergiss nicht, ich befreie dich von Zwängen und Ängsten, von übertriebenen Erwartungen. Ich gebe dir eine realistische Zukunftshoffnung. Mit dem Sabbatgebot spricht Gott ein wichtiges Thema an, die Zeiteinteilung. Heute gibt es viele Bücher, Seminare und Anregungen, wie man mit seiner Zeit sinnvoll umgehen kann. Gott gibt uns keine komplizierten und von technischen Möglichkeiten abhängigen Regeln und Gebote für eine sinnvolle Zeiteinteilung. Er sagt uns, denke daran, wie ich es vorgesehen habe, überlege, plane. Gott gibt uns Zeit. Er gibt uns Weisheit, Kraft und Ziele, die zu unserem Besten und unserem Heil dienen. Sabbat muss nicht zur Last werden. Er kann eine Lust sein. Man darf ruhigen Gewissens die unerledigten Dinge ruhen lassen und darf sich bewusst auf Gottes Anliegen einstellen und man darf getrost Gott machen lassen. Wer Gott vertrauen will, kann und darf es auch. Wenn wir uns seiner Führung anvertrauen, werden wir nicht gelebt und von anderen gesteuert. Unter Gottes Führung wachsen Lebensqualität und Dankbarkeit. Mit regelmäßiger Sabbatfeier lernen wir unseren Schöpfer und Erlöser immer mehr schätzen. Wir denken über ihn und sein Werk nach. Das führt uns zum Staunen und Danken. Gerhard Wagner. Thank you.